Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Benne 1974 und das ist Folge 2 von Road to Bochum. Ja, die One Coin Challenge. Wir sind bei Donkey Kong. Donkey Kong hatte ich noch das Vergnügen, das selber zocken zu dürfen. Ja, und für die Leute, die wissen wollen, was ist mit Donkey Kong geworden? Da steht er. Mario hieß hier noch Jumpman und das ist nicht oben Peach, das ist die Schlampe Pauline, die ich immer noch nicht in Smash Bros. Habe. Und das prangere ich an, liebe Freunde von Nintendo. Wir haben alle Mario-Ex-Loverinnen mittlerweile und dann fehlt die noch. Kann nicht sein. Für die zwei Leute, die keine Ahnung haben, was das für ein Gameplay ist. Ja, es geht darum, ihr müsst hier nach oben kommen. Die Arcade-Fassung hat, glaube ich, wie die Atari 8-Bit, vier verschiedene Screens. Die werden unterschiedlich freigeschaltet. Na komm, na, blamier mich nicht. Genau, danke. Das heißt, am Anfang habt ihr zwei Screens, dann habt ihr drei und dann habt ihr schließlich im dritten Run die vier Screens. Alter! Das war schon mal ein guter Anfang. So, das zweite Level kenne ich auch noch. Mal gucken. Wollen wir mal gucken, ob wir das erste Mal Donkey Kong schon besiegen können. Ich habe auch Donkey Kong Jr. gespielt, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Das wird es also auch nochmal geben als Folge, aber nicht direkt im Anschluss. Das kann ich euch auch schon mal erzählen. Ja, was soll man noch zu dem Titel sagen? Das ist ein absoluter Klassiker. Ich glaube, auf nahezu jeder Plattform wurde das umgesetzt. Gibt es geniale Versionen, besonders die Gameboy-Variante, weil sie eben ein wenig vollkommen abweicht davon, ist genial. Ja, das Spiel ist mehr als Kult. Ich meine, es gibt ja heute noch Spiele mit dem Klempner, sagt man. Und das ist nicht der Klempner-Simulator 2012, den meine ich jetzt nicht. Sondern eine gute Mario, den gibt es ja heute noch. So, jetzt ist mal Schluss mit lustig hier. Kommt ihr hoch? Brav. Finde ich gut, kann ich euch tot machen. Musst du runter? Auch brav. So, jetzt kann der Hammer weg. Dann kann ich das hier abräumen. Und ich Hornochse spring nicht. Das ist doof. Es soll irgendein Bolzen sein, den man da rauszieht. Und wenn die Bolzen weg sind, bricht halt dieses Konstrukt zusammen. Was dann eben auf Dauer für das Gerüst nicht unbedingt gut ist. Ich glaube, da kommt er aber schon selber drauf. Das ist jetzt nicht so schwierig. Wer Donkey Kong Jr. nicht kennt, da will ich nichts zu sagen. Was ich nicht gezockt habe, ist Donkey Kong 3 auf den Arcades. Hieß der noch Sparky oder wie hieß der noch? Der Fritze da? Also auf jeden Fall Donkey Kong 3 ist das hässliche Schaf der drei Sachen. Also eigentlich für eine Trilogie der mit Abstand schlechteste Teil. Ihr spielt so ein, ja, ich glaube, was ist er, ne? Ja, es ist so ein Insektenvernichter, so ein Kammerjäger. Und als Kammerjäger versucht ihr Donkey Kong zu besiegen, indem ihr, ja, dafür sorgt, dass, ich glaube, ihr müsst Pflanzen retten vor seinem Angriff der Insekten. Natürlich. Scheiße! Was mach ich denn da? Das ist nicht gut. Für die Leute, ne? Hier mal wieder, das müssen wir auch als Hashtag machen, ne? Pauline muss ins nächste Smash Bros. Und notfalls als DLC hier, das ist mir vollkommen egal. Also, da müssen wir was tun. Liebe Freunde von Nintendo, da geht kein Weg dran vorbei. Wieso kann man die wichtigste Spielfigur aus Marios Liebesleben vergessen? Daisy hat er. Da musste ja dann Luigi dann irgendwie ran. Ja, Rosalina ist ja sozusagen nichts anderes als eine blondierte Peach. Natürlich kriegen wir die dahin. Gott, das war alles noch okay. Wer sich fragt, ja, hier läuft nicht zufällig ein Timer, der ist nicht unwichtig. Weil sonst ist gleich Ende. So, das ist gut. So, das kann ich noch ein... Nee, das kann ich so nicht einsammeln. Na gut, beenden wir erst den Level. Ich glaube, das ist ein Tacken wichtiger. So, jetzt haben wir sozusagen die erste Runde durchgespielt. Love is in the air. Exchanging. Love is in the air. Sie können mich auch als Barry Manilow für Kassenpatienten mieten. So, jetzt macht man das nochmal. Ich kann es vorwegnehmen, es wird jetzt härter. Und dann kommt jetzt gleich ein Screen dazu.
wenn ich ihn gleich zeigen darf. Was jetzt schon schwierig wird. Das kann ich schon mal sagen. Weil ab jetzt geht's zur Sache. Jetzt, nein! Ich wusste es. Aber jetzt hört's auf mit lustig zu sein. Jetzt, ist Tacheles. Jetzt macht der Affe ernst. Und dann macht er richtig ernst. Ah, komm. Ihr seht schon, ich versuche immer mit den Leitern irgendwie ein bisschen sinnvoll zu tricksen. Was natürlich nicht klappt manchmal. Das war's, ne? Ja. Super. Donkey Kong ist übrigens, um mal wieder was zu klugscheißern, das erste Spiel mit Cutscenes. Das denkt man gar nicht, aber es ist tatsächlich wirklich diese komischen Zwischendinger, wo man Donkey Kong sieht und die ganzen Animationen, ist tatsächlich eine Cutscene und ja, ist das erste Spiel mit. Also, Donkey Kong, One Coin Challenge, 12.800, ist mit Sicherheit schaffbar. Also, bin ich mir ziemlich sicher und ich denke, ihr kriegt das auch ganz gut hin. Ich bin euer Mr. Venom 1974, das war der Klassiker Donkey Kong von Nintendo. Legendär, überhaupt keine Frage, Arcade Gigant. Ja, mal gucken, was ich in Folge 3 mache. Ich habe da schon was vor. Seid mal gespannt. Erwartet ihr wahrscheinlich nicht so. Ich glaube, das habe ich auch schon auf meinem Kanal gehabt. Deswegen könnt ihr schon mal einfach raten. Sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.